Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch mal ein wenig was anderes. Ich bin hier noch auf meinem YouTube-Kanal, aber ich wollte euch mal die 10 verrücktesten Sachen auf Amazon zeigen. Und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Sachen hier oben schon aufgelistet. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mit dem einfachsten oder mit dem ersten an. Und ich wechsle jetzt mal hier rüber. Und das erste, was ich so gefunden habe, ist ein Goatee Saver, eine Rasierschablone für Kinnbärte. Die Idee, naja, ich weiß ja nicht, was man damit anfangen soll. Ich finde die Idee ein wenig was bescheuert. Ich scroll hier mal ein bisschen was durch. So soll das Ganze aussehen. Und Display Fusion springt mir hier gerade wieder in dazwischen. Ja, gibt's für 14,99 € zu kaufen. Ist halt die Rasiersablone. Und ja, ich lese jetzt einfach mal die erste Kundenrezension vor. Es war eine relativ lange, aber ich habe mir dieses wunderbare Ding gekauft, weil ich es einfach einmal ausprobieren wollte. Eigentlich habe ich mir gar nicht viel davon erhofft. Mein Bart war auch schon ziemlich gerade und gepflegt. Dennoch fand ich die Idee einfach witzig und wollte es testen. Die Qualität des Goatee Savers hat mich überrascht. Ich hatte ein klappriges, billiges Teil erwartet, aber es ist eigentlich ganz in Ordnung. Die Verarbeitung ist gut, es fühlt sich recht stabil an und es funktioniert tadellos. Also ab ins Bad ausprobieren. Das ist eigentlich die Zusammenfassung von dem, was man hier als Kundenrezension geschrieben hat. So sieht das ganze Teil dann aus. Soll eigentlich ganz gut sein und wie gesagt für 14,99 € auf Lager. Und ja, gehen wir zum nächsten. Das nächste wird jetzt ein bisschen komisch, aber man kann tatsächlich Gourmetfleisch im Stack-Abo 360 für 1.389 € kaufen. Also, erste Frage, wer kauft sich Gourmetfleisch auf Amazon? Und zweitens für 1.389 €, was auch noch auf Lager ist. Ja, erste Kundenrezension, wo ist sie? Ich habe sie gerade eben noch gesehen. Hier, 35 € das Kilo ist mal eine Ansage. Wenn man bedenkt, dass auch reichlich Schweinefleisch dabei ist, darf man die Frage nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis stellen. Zumal das gleiche Produkt auf der Homepage günstiger ist. Geliefert werden 21,35 Kilo, da kann ja jeder selber rechnen. Gut, also die Möglichkeit gibt es, ihr könnt euch Gourmetfleisch im Internet für 1.389 € kaufen. Kommen wir zum nächsten. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, es ist der UK Import Potty Putter, the Ultimate Toilet Putter für 5,86 € auf Lager momentan und die erste Kundenrezension ist, warte mal, wird oft zusammengekauft mit Toilettenpapier Sudoku, was eigentlich auch keine schlechte Idee ist. Und die erste Kundenrezension ist sehr, sehr lang, deswegen werde ich mich da kurz halten. Wer kennt das nicht? Man ist im Geschäftsleben ständig eingespannt und steht unter Dauerstress. Man hetzt von einem Termin zum nächsten und auf dem Weg dorthin tanzt man kurz einen Kaffee und bespricht mit der Sekretärin schon die nächste Angelegenheit. Wenn man dann spät abends nach Hause kommt, dann muss man sich noch kurz bevor man ins Bett kommt um die Kinder kümmern. Manchmal muss man dann mit Geschäftspartnern auf dem Golfplatz, um dort eben wichtige Geschäftsangelegenheiten zum Sprechen. Tja, und was soll man da üben? Nee, und toll. Bäh, tja. Und wann soll man da üben? Dafür gibt es jetzt eine Lösung. Toilet Golf. Also so schlecht soll die Idee gar nicht sein. Und naja, ich weiß ja nicht. Gut, ihr könnt es euch auf jeden Fall kaufen für 5,86 € auf Lager momentan in Amazon. Und ja, kommen wir zum nächsten. Und zwar zur blutigen Tischdecke. Also, ganz kurz, ihr könnt euch auf Amazon eine blutige Tischdecke für 8,88 € kaufen, was eigentlich gar nicht so... Ich stelle es gar nicht in Frage. Kundenrezension, die Tischdecke sieht auf dem Bild wesentlich besser aus als in der Realität. Das Blut ist eher hellrot und sein Gruselfaktor dadurch enorm runtergeschraubt. Werde sie zwar dieses Jahr wieder ausbreiten, Haltbarkeit circa 2 feiern, aber auch nur, weil ich sie schon habe, würde ich nicht wieder bestellen.
Ja, also wenn ihr eine blutige Tischdecke braucht, sie ist in Amazon. Ich hätte es eigentlich viel früher sagen müssen, weil es doch nicht ganz so interessant ist. Aber trotzdem, es ist einfach nur. Naja. Als nächstes kommt das teuerste Feuerzeug der Adventure der Welt. Das ST DuPont New York Fifth Avenue Diamonds für 24.900 Euro. In Amazon kaufbar, noch eins auf Lager, versandt durch Peter Heinrichs mit 107, nee, 175 Diamanten bestückt. What the fuck? Wer kauft sich sowas? Kundenrezensionen gibt es natürlich. Als großer von den Diamanten habe ich mich für das DuPont-Feuerzeug entschieden, da es keines der vergleichbaren Produkte an unserer Tankstelle welche aufweisen. Hä? Nochmal, Entschuldigung. Als großer Fan von Diamanten habe ich mich für das DuPont-Feuerzeug entschieden, da keines der vergleichbaren Produkte an unserer Tankstelle welche aufweisen konnten. Ach so, okay. Gut, der Preis von 24.900 liegt leicht über dem marktüblichen Niveau, ist aber angesichts der herausragenden Eigenschaften dieses Artikels zu verschmerzen, wenn man sprechen könnte. Pro, Machtfeuer ist Silber, zollt französische Innenarchitektentribute endlich mal. Contra, macht keine Musik, ist nicht grün, würdigt nicht die Leistung albanischer Kartoffelbauern schon wieder, könnte nach meinem Geschmack etwas teurer sein. What the fuck? Ja, jetzt habe ich. Ja, sehr geil, ich lache mich schlapp. Ja, dies ist das Feuerzeug für 24.900 Euro und. Naja. Als nächstes kommt eigentlich das Bescheuertste hier in dem Ganzen und das ist das Sperma-Kochbuch Kindle Edition. Kindle? Ganz ehrlich? Ja, es ist ein Sperma-Kochbuch. Klicken Sie hier. Für einen Blick ins Buch. Das Sperma-Kochbuch, ein etwas anderes Kochbuch. Das große Sperma-Kochbuch. Kochen mal anders. Ralf Klinger, Positives und Negatives über Sperma sowie Fakten und Zahlen grundsätzlicher Fragen und Antworten. 5 Frühstücksrezepte, 8 Mittagsrezepte, 3 Desserts, ein Rezept zum Nudelteig, ein Eierauflauf, eine Panade, eine Marinade, eine Soße, 2 Eierrezepte, Spermaplätzchen, ein Sommerspezial, Bowl, Cocktails, Eiswürfelrezept, Milchshakes, Austernrezept, ein Muffinrezept, ein Mega-Rezept und ein paar Extras und Zitate, Einleitung. Immer wieder wird im Internet das. Ich muss mich mal gerade hinsetzen, dann kann ich es auch besser legen. Immer wieder wird im Internet über sogenannte Spermarezepte diskutiert. Jeder möchte irgendwie der Erste sein, der dieses wirklich schreibt. Nur denn ich versuche mal mein Glück, ob ich es sein werde. Nehmen Sie dieses Rezeptbuch bitte nicht als Anweisung, sondern gerne auch mal zum Schmunzeln oder darüber lachen. Es liegt ganz bei Ihnen, ob Sie ein oder andere Rezepte mal nachkochen oder es lieber sein lassen. Hier sind Sperma-Rezepte mit neuer Herangehensweise. Nix kochen, einfach die Zutaten einem Geschäft. Nix kochen, einfach die Zutaten einem geschlechtsreifen Mann füttern, ein paar Stunden ziehen lassen und das ist sehr Aus der Sicht bekommen. Aus der Sicht bekommt es. Es ist hier gerade mein Screensaver angegangen. Oh Gott. Egal. Jetzt habe ich hier meine Seite wieder verloren. Außer Sicht bekommt es auch eine ganz neue Bedeutung, wenn der Mann plötzlich sagt: Schatz, ich mache heute den Nachtisch. Hiermit begrüße ich Sie zu einem etwas anderen Kochbuch, aber wenn Sie am normalen Kochbuch gewollt hätten, wären Sie ja nicht auf dieses gestoßen. Ich lese es jetzt nicht komplett vor, aber ja. Naja, ich weiß nicht, ob ich da noch weiter was zu sagen soll oder ob das reicht. Die Kundenrezension. Das Buch an sich ist eine hervorragende Qualität geliefert worden. Das Druckbild ist einwandfrei und die Rezepte gut leserlich. Der Zubereitungsvorbei. Vorgang ist gut und nachvollziehbar beschrieben. Ich würde sagen, mit Gelinggarantie. Aber leider ist keine hilfreiche Anleitung zur Gewinnung der Hauptzutat enthalten. Da hilft nur Ausprobieren. Das geschmackliche Ergebnis der Rezepte lässt aber zu wünschen übrig. Gut auf Deutsch schmeckt gerne mal wie hingewichst.
Ja. Gut. Kommen wir zum nächsten komischen. Und zwar zum What the fuck? What the fuck is happening on this world? Ja, es geht um Uranium Ore, also Uranium in Amazon zu kaufen für 39,95, wo man auch noch 10 Euro spart. In Stock gibt es also momentan auf Lager. Wir sind hier auf dem englischen Amazon, weil es in Deutschland aus irgendeiner Art nicht gibt. Und ja, es gibt es halt. Ich lese mal gerade hier vor: Product Features Radioactive Ore Sample Norm Naturally Occurring Radioactive Metals License Exempted Low Radioactivity Useful for Testing Geiger Counters and Performing Nuclear Experiments Shipping Compiles to NRC and Poly Radioactive Minerals of Education and Scientific Use Only. Mein Englisch ist so gut. Ja. I purchased this product 7.47 billion years ago, and when I opened it today, it was half empty. Das bedeutet sozusagen, ich habe dieses Produkt 4,47 Billionen Jahre vorher gekauft und habe es heute geöffnet und es war halb leer wegen der Halbwertszeit. Ha. Gut, würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten. Ja. Warum? Auch gut. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten. Das Wenger Schweizer Offiziersmesser Giant Messer Mistschatulle. Unverbindlicher Preisempfehlung 1228 Euro. Kostet hier in Amazon 791,98 kostenlose Lieferung. Sie sparen 436 Euro und 2 Cent. Noch 9 Stück auf Lager, mehr ist unterwegs. Versand und Verkauf durch Amazon Geschenkverpackung verfügbar. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was dazu sagen soll und jetzt einfach zum nächsten gehen soll. Oder ob ich es doch mal erwähnen soll, was mir gerade dazu einfällt. Ich glaube, ich bin einfach mal ruhig und lese die Kundenrezension vor. Grundsätzlich bin ich mit der Funktion des Wenger Giant sehr zufrieden. Allerdings scheint mir die Produktstandards etwas mangelhaft zu sein. Entschuldigung. So habe ich zwischen den Funktionen 721 Abrissbirne und 722 Schiefbogenspanze zufällig einen Schweizer Ingenieur, Herr Ingenieur Meyer, gefunden. Dieser ist anscheinend bei der Montage des Wenger Giant vergessen und eingeschlossen worden. Neulich beim Ausklappen der Abrissbirne, wir reißen mit dem Wenger derzeit eine alte Lagerhalle ab, funktioniert ein 1A, des Wenger macht alles platt. Schalte mir plötzlich ein Grüße entgegen. Ich habe mit dem schwenkbaren Flutlichtmasten 433 mal gleich mit dem Zwischenraum geleuchtet und tief unten den winkenden Herrn Ingenieur Meier entdeckt. Mit Hilfe des Lastzugs 1011 konnte ich Herrn Ingenieur Meyer zwar problemlos bergen, aber der gute Mann war noch sichtlich erschöpft und leicht unterkühlt. Also ab in die infrarote Kabine 73 mit ihm und erstmal wieder aufwärmen. Nach einem leckeren Käsefondue 973 und einem frischen Glas Wasser aus der Haus- bzw. messereigenen Bergquelle 244 war er dann wieder bei Kräften. Die Geschichte ist zwar zum Glück noch glimpflich ausgegangen, aber ärgerlich ist es trotzdem und sollte bei einem Qualitätsprodukt wie bei dem Wenger Giant eigentlich nicht passieren. Dafür gibt's von mir und Herrn Ingenieur Meier einen Punktabzug. PS, Herr Ingenieur Meier und ich werden sicherheitshalber mit dem Radar 768 nochmal alle Zwischenräume absuchen, nicht dass hier noch weitere Personen eingeschlossen sind. Ich möchte allen anderen Besitzern des Wingers Giants ans Herz legen, das Gleiche zu tun. Denn eines muss klar sein: Mit einem mächtigen Werkzeug wie dem Wenger Giant geht es auch vielen Ver wie ich meinen Screensaver hasse. Des Wenger Giants gehen auch viele Verantwortungen einher. Gesendet mit meinem Wenger. Wie geil! Also der Text ist. Ja, warum nicht?
Ja, wenn ihr euch noch weitere durchlesen wollt, ich lese das jetzt hier zum Spaß einfach auch nochmal vor. Ich besitze dieses Stück seit etwa einem Jahr und habe es seitdem täglich bei mir. Mit der Bestellung sollte man allerdings darauf achten, dass man mit dem Schwerlastspedition ausmacht, wo sie es hinliefern. Bei mir haben sie es einfach in den Garten gestellt. Gartenhäuschen und Zaun waren gleich ruiniert. Vom Handling her ist es echt gut, allerdings muss man auch einige Kompromisse eingehen. Aufgrund der Kompaktheit, so ist bei mir der U-Bahn-Tunnelbohrer bei auftretendem Starkgeröll gerne mal aus der Verankerung gesprungen. Außerdem hätte ich mir gerne auch einen variablen Bohrkopf gewünscht. 6,35 Meter Durchmesser ist für das Loch nun mal sehr knapp bemessen. Mit dem Spiegelteleskop bin ich auch nicht zufrieden. Statt einer in dem Handbuch versprochenen Sichtweite von 8 Milliarden Lichtjahren ist aufgrund der kompakten Bauweise des Spiegels 5 Meter Durchmesser gerade mal 5,5 Milliarden Lichtjahre möglich. Ein Anruf beim Service brachte keine Klarheit, stattdessen wurden mir Bedienfehler unterstellt. Die mobile Disco ist allerdings ein Highlight. Die 16 2000 Wachsboxen sind perfekt auf dem bis zu 500 Leuten fassenden Saal abgestimmt. Einzige ist, die Brandschutzmaßnahmen sind noch nicht ganz okay. Die 700 Disco-Lichter sind nicht GS geprüft und die Notausgänge nicht gut ausgeschildert. Da sollte der Hersteller nachbessern. Der Pizzasteinofen ist recht solide gemacht, nur der Dunstabzug. Entschuldigung, nur der Dunstabzug hätte bei bis zu 12 Pizzen gleichzeitig etwas großzügiger ausfallen können. Sehr gut finde ich die mobile Bushaltestelle. Das Aufstellen vor der Haustür erspart mir viel Laufarbeit und der Bus fährt nie wieder einfach nur vorbei. Die Spaghetti-Gabel ist allerdings erkennbar zu Gutenberg geworden und orientiert sich deutlich am gleichnamigen inklusiver gleicher Macken. Das geht deutlich besser. Der begehbare Bierkühlschrank ist natürlich ein Zugeständnis an die Männerwelt und ja, er ist großartig. Einzig ist die kleine LKW-Zufahrtsrampe stört den Genuss. Wenn dieser mal leer ist. Scheiße, mein Screen selber. Geh aus, geh aus. Der Zeppelin ist ein empfehlenswertes Feature und ich kann jedem raten, statt des Heißluftballons zu bestellen. Aufgrund der hohen Eigengewicht des Giant kommt er aber lang bei einer Zuladung von 6 Leuten sehr ins Schwitzen und die Gasbuddel ist schnell aufgebraucht. Aber das geht mit dem Zeppelin deutlich besser. Ansonsten fehlt mir nur noch die eingebaute Atomuhr. Das hat die Konkurrenz schon längst. Wer mir mit sogenannten Schwächen leben kann, den kann ich ansonsten dieses gute Stück wärmstens ans Herz legen. Ja, mehr will ich jetzt nicht vorlesen, weil ich sprenge schon wieder diesen Rahmen der Folge. Ich bin schon bei 18 Minuten. Ja, gehen wir einfach weiter. Ich sage jetzt gar nichts mehr zu. Oh mein Gott. Ja, als nächstes haben wir den Lynx-Suborbitalflug für 95.000 Euro. Farbe Mojave US. Verkauf und Versand durch Geschenkerlebnisse. Produktbeschreibung: Ab 2011 werden die ersten Passagierflugzeuge mit dem Raumfahrtwilligen Landing geplant. Bereits im Mai 2009 fanden die ersten Qualifikationsprogramme für interessierte Weltraumtouristen statt. Ich lese den ersten Satz der ersten Kundenrezension vor. Nach meinem letzten Tauchfahrt zur Titanic plante ich eine Reise ins entgegengesetzte Gefilde. Was lag näher, als dieses Sonderangebot zu nutzen? Zumal meine eigene Rakete immer ein paar Tage Vorbereitungszeit benötigt und ich diese Startgenehmigung von der nicht gerade flexiblen Luftfahrtbehörde auch erst immer nach einer Woche in der Raumanzugtasche habe. What the fuck? Wer bezahlt sowas? Gut, ja, jetzt kommen wir zum letzten und für alle, die gute Tierfreunde sind und die sowas relativ Ekliges, wo das hier noch leicht gegen ist, nicht gut sehen können, würde ich empfehlen, jetzt entweder wegzugucken oder den Bildschirm auszumachen oder die es halt gar nicht haben können. Einfach das Video jetzt bitte beenden. Vielen Dank. Flash Hole Rabbit.
What the fuck? Das bedeutet, man kann auf Amazon von Clove Day einen Fresh Hole Rabbit kaufen. What the fuck? Mal gucken, ob ich es größer krieg. Ja. Ich will nichts dazu sagen, ich will nicht. Ich habe mir zwar einen Text vorbereitet, aber ich sage ihn nicht. Nein, ich sage einfach nichts dazu. Ich sage jetzt einfach vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank, dass ihr diese Episode hier geguckt habt und ich hoffe euch, dass mal so ein Format euch auch gefällt, wo ich einfach mal was aus der Internetwelt zeige. Übrigens, diese gesamten Tipps sind von pcwelt.net, .de. Ich rufe mal hier gerade die Seite auf. Das Ganze sieht so aus. Hier stehen die 40 verrücktesten Angebote bei Amazon. Hier habe ich einfach die ersten 10 rausgezogen, die funktioniert haben. Und ich würde diese Serie auch gerne weitermachen mit anderen Sachen. Zum Beispiel die 10 teuersten Smartphones oder sonst irgendwas. Schlagt mir was in den Kommentaren vor, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt mir bitte in den Kommentaren Bescheid, dass ich sowas nie wieder machen werde. Wenn es euch aber richtig gut gefallen hat, haut auf den kleinen Like-Button, dass er stirbt. Nein, lasst ihn in Ruhe, wie er stirbt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen erneut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschö. Na, Mist. Was stimmt hier nicht? Wie wär's denn mit dem Knopf?